Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Ich wollte gerade sagen Tombi irgendwie, aber Mega Man 3. Und ich habe wieder jemanden dabei und zwar ist das der Magnetmann. Nein, Dave Durden TV. Guten Tag, liebe Leute. Hallo Dave. Hallo Jule. Ja. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Dankeschön. Ja, bitteschön, kein Ding. Das ist eine Ehre für mich. Du bist jetzt übrigens die zweite Person, die bei mir mitkommentiert. Ich muss erstmal gerade kurz einen Schluck Cola trinken. Was? Ja. Ne, ich habe nur Magnetman gelesen, ihr Magnetman. Oh, Shadowman, den kenne ich aber aus einem anderen Spiel. Das hat der Alex auch schon gesagt. Ach, sieh mal. Ja, gut, der Alex, wir sind ja auch eine Person im Prinzip. So. Ja. Du darfst mal entscheiden, mit wem wir anfangen. Shadowman. Das war klar. Das war jetzt überraschend, ne? Ich muss dazu sagen, also ich kenne von dem Spiel überhaupt nichts. Also wie, was jetzt der Unterschied zwischen den einzelnen Charakteren ist und überhaupt, keine Ahnung. Also die unterscheiden sich eigentlich nur in ihrem Angriffsmuster und halt in den Leveln. Also wie die Level aufgebaut sind. Achso. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Anspielung. Obwohl, ich weiß nicht, wann kam Mega Man 3 raus? Jetzt habe ich es erwischt. Sprachlos ist er. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich schätze mal so 87 bis 90 ungefähr. Achso, ja gut, okay. Weil dann hat sich nämlich, glaube ich, das Spiel Shadowman da so ein bisschen was abgeguckt, weil da gibt es auch so Blutflüsse quasi, sowas in der Art, in der Höhle da, in der Unterwelt. Okay. Das sah gerade nämlich so ähnlich aus mit diesem roten Wasser da, dachte ich schon, hä? Und der heißt Shadow Man da jetzt, das ist ja. Man weiß es nicht, man munkelt hart. Das ist jetzt Proto Man. Das ist Mega Mans Bruder quasi. Okay, der ist aber schon ein bisschen mehr Schugge, ne? Also der schießt einfach so stumpf, jo, um sich dann mal umzudrehen, wenn er da. Jo, kann man machen, ne? Kann man mal machen. Wenigstens schön einfach. Das könnte ich sogar vielleicht noch auch noch schaffen, ja. Das ist so meine Schwierigkeit. Ich bin mal gespannt, wie viel wir hier heute schaffen. Ob wir mehr schaffen als mit dem Alex zusammen, ich weiß es nicht. Was? Produktiv? Nicht so. Nicht so. Aber schauen wir mal. Ui. Was ist das denn? Dunkelheit. Das macht dieses Ding da oben. Wenn es aus dem Bild raus ist, dann ist es wieder hell. Das ist ja eine coole Idee. Ja. Aber ich muss sagen, das Spiel gefällt mir auch echt gut. Also muss ich mich auch mal näher mit befassen mit Mega Man. Mega Man. Mega Man, ja. Mega, Mega, Mega Man. Ja, die Julle übrigens, ich habe sie schon öfter natürlich auch lobend erwähnt. Die wird natürlich auch bald mal bei mir zu Gast sein auf dem Kanal, ja. 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 Bei Gex 3 zum Beispiel. Ja. 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 Aber ich, ja, aber und falls es mit der Alina nicht klappt bei Crash 3, dann bist du natürlich auch gerne da eingeladen. Sehr, sehr gerne. Ja. Ich hoffe, es passiert, also ich hoffe, es klappt nicht mit der Alina. Ja, momentan hat sie ihren Laptop ja in der Reparatur. Müssen wir mal gucken. Ich meine, wenn sie den nie ausmacht, wenn sie den wieder hat, dann könnte es ja sein, dass sie dann wieder Probleme hat. Oh, eine große Energie. Sehr schön. Ah, das droppen dann quasi die Gegner, genau, oder wie? Ah ja, manchmal, aber nicht alle. Manchmal. Okay. Und wie viel, was, du hast jetzt gerade gesagt, große Energie, also gibt, wie, welche Arten von Energie gibt es, die man da kriegen kann? Eine große Energie und eine kleine Energie. Und die kleine Energie, die füllt nur so einen Pups an Energie auf und die große Energie so, ich glaube, ein Viertel oder so. Der Balken da links, das ist jetzt der Energiebalken, genau, links oben, oder ja, wie? Ach so. Es irritiert mich so ein bisschen, dass der so vertikal ist. Hätte ich jetzt gar nicht so mit gerechnet, weil die meisten sind ja so horizontal irgendwie. Das war gerade eine kleine Energie. Nein, ich bin gerutscht. Und die musst du auch nicht irgendwie erst benutzen, sondern die füllt sich dann automatisch, genau, auf, wenn du das einsammelst. Richtig. Ah ja. Ah, gefällt mir ganz gut, das Spiel. Doch, doch. Das ist auch schön schwer. Ja. Wie bist du denn zu Mega Man gekommen? Durch den Dönes wahrscheinlich, oder? Ja. Also, jein. Gib's ruhig zu. Dennis hat mir Videos von Funk Royale gezeigt.
Ah, ja. Und dadurch bin ich halt zu Mega Man gekommen. Der Name taucht immer wieder auf, ja, der Funk-Royal. Ja, da muss ich auch mal, gucken. Er macht leider... Obwohl ich ja... Ja, erstens, genau, das habe ich gehört. Und ich habe auch gehört, dass der wohl irgendwie mittlerweile nicht mehr so kommentiert wie damals irgendwie. Also der hat sich wohl ein bisschen verändert. Habe ich gehört. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nur noch, dass er keine Let's Plays mehr macht, sondern nur noch Streams irgendwie. Mhm. Ich habe letztens mal ganz kurz in den Stream von ihm reingeguckt, aber hat halt gelabert wie sonst immer eigentlich. Aber ja. Ich habe ihn halt nicht spielen sehen, weil das war halt schon das Ende vom Stream. Achso. Aber ich mal gucken, du, hör mal. Oh. Nein! Aber auch gar nicht. Oh. Wollte schon sagen, also das ist mit den. Die Entfernung zwischen den Plattformen ist jetzt aber auch nicht ultra großzügig abgemessen, glaube ich, oder? Nee, also es ist schon knapp, ist es. Wie viel? Oh, ich habe nur noch 0 Leben. Du hast nur noch 0 Leben, ja, cool. Herzchen, das ist nicht viel. Nee. Was sind diese kleinen Dinger da unten auf dem Boden, was du da gerade eingesammelt hast? War das blau? Diese blauen. So blaue Pünktchen, ja. Oder sowas, ja. Damit können wir unsere Waffen auf. Also die Energie der Waffen auf. Ah, genau das, genau, pumpen. Was da gerade war, ja. Ah. Und das Ziel, gibt's denn in jeder Welt quasi dann so einen neuen Endboss oder gibt's einen Endboss im gesamten Spiel, den man dann besiegen muss? Oder wie ist das aufgebaut? Also das ist quasi. Shadow Man ist der Endboss der Stage, die wir gerade gespielt haben. Mhm. Ja, und dann in der Stage ist halt Needleman der Endboss, dann ist Sparkman der Endboss. Ach so, ich hätte jetzt gedacht, wir spielen jetzt hier den Shadow-Man-Dingens-Bummens nee. Und dann da kommt irgendwann der Mega-Man dazu und dann der Man-Man und dann... nee. Woman-Man. Ich mache jetzt aber hier nochmal Shadow-Man. Shadow-Man. Sehr geil. Ach ja, ach schön. Hoffentlich kommen wir jetzt besser durch. Are you ready to rumble? Musst du denn theoretisch gesehen die Gegner töten oder kannst du auch einfach an denen irgendwie vorbeilaufen? Ich könnte auch an ihnen vorbeilaufen, aber das macht, glaube ich, keinen Sinn, weil die schneller sind als ich. Töten macht mehr Spaß. Was ist er denn für ein Viech? Was ist das? Das ist ein großes... jetzt ist es weg. Ach so sah das aus. Also das ist nicht die große Energie gewesen, sondern dieses... große Energiedings für unsere Waffen. Ah, also im Prinzip die große Variante von den kleinen blauen Kühlchen. Genau. Ja, super. Ach, er wieder, der so stumpf einfach. So könnten ja eigentlich mal alle Bosse sein. Ja. Und den kann man nur richtig so treffen, wenn man den in den Rücken schießt, oder wie ist das? Wow, den kann man immer treffen. Ach so. Au! Das Blöde ist. Vieh wäre ich ja richtig mit. Das Blöde ist, man rutscht, indem man nach unten. Nee, doch nach unten drückt. Hm. Und. Okay. Springen drückt. Dann rutscht man. Aha. Und wenn man dann mal nicht nach unten drückt oder erst zu spät nach unten drückt, dann springt man. Ah, ja. Ja, super. Das ist immer nett, sowas, ja. Ja, das Problem, das habe ich ja bei Gex 3 zum Beispiel auch erst nicht gecheckt. Da kommt ja dann so dieses Tutorial erst, wo dann so gesagt wird, wie du diesen Ninja-Sprung machen kannst. Und du musst es ja exakt gleichzeitig auch drücken. Also wenn du das irgendwie kurz Zeit später klickst, dann macht er nur so komische Moves da irgendwie, wo du nichts mit anfangen kannst. Okay. Und das habe ich in dem letzten Test, was ich gemacht habe, erst nicht gecheckt. Aber mittlerweile, ich habe es mal wieder angespielt. Ich habe jetzt auch die deutsche Fassung gefunden. Dann, jetzt kriege ich das hin. Jetzt bin ich doch mal fähig ein wenig. Oh. Dings getroffen, ey. Ich hätte mal gern eine Energie. Bitte. Oh, eine kleine. Energy Drink. Bitte, ich will eine große Energie. Oder ganz viele kleine. Das wäre auch okay. Ach, schön. Das ist schön. Ja. Jetzt sind wir schon wieder an der Stelle, wo wir eben waren. Aber du hast, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau, aber du hast doch Mega Man 1 und 2 noch nicht gemacht, oder? Doch, die habe ich auch schon gemacht. Ach, die hast du schon gemacht? Ja, sonst würde ich nicht Mega Man 3 spielen. Achso, du machst das auch so der Reihenfolge. Genau. Achso. Ja gut, das wusste ich jetzt nicht mit Mega Man. Ob du das gemacht hast, das wusste ich jetzt nicht.
Ich muss mich bei dir nochmal hier nach oben gucken. Das mache ich auch noch. Das ist aber schon was länger her, dass ich das gespielt habe. Mhm. Aber ich sag mal, von den, also so von den weiblichen Let's Playern, so die ich so kenne, bist du eigentlich so auch so mit meine lieblingsweibliche Let's Playerin, sagen wir mal so. Ja. Das ist schön. Ja. Ja. Das ist schön. Was ist denn das für ein Vieh? Das ist ja krank, ist das. Das sind irgendwelche Fallschirmspringende. Ich sag, er ist krank. Ich glaube, das ist nicht einfach nur so Gesundheit. Das ist in Wahrheit, ist das Maggi. Maggi. Gilinging. Gilinging. Killililing Man. Libellen. Das klingt wie Rosinen. Von der Alina. Ich hatte so mal so Rosinen. So, jetzt sind wir schon. Gleich kommt der Boss. Oh. Wir leben immer noch zwei. Sehr schön. Ich weiß aber nicht mehr, was er macht. Das ist schon zu lange her. Ist das denn in dem Spiel normal, dass man relativ viele Leben hat? Also so wie bei Crash zum Beispiel? Also nee, also man beginnt mit immer, ich weiß gar nicht, 2 Leben oder 3 Leben in einem Level. Mhm. Und also ich sterbe ja regelmäßig in Leveln. Passiert. Also ich habe dann maximal 2 oder 3 Leben, mehr nicht. Mhm. Ah ja, nun kommen wir mit klar. Muss man ja. Muss. Hilft ja auch nichts. Et muss. So, ich weiß nur noch, dass der so komische. Ja. Das finde ich schon mal sehr, sehr cool, dass der auch eine Energieanzeige hat. Das ist ja schon mal hilfreich. Gibt es denn hier auch so Kämpfe, wo du mehrere Phasen hast? Oder haben die immer nur ein Angriffsmuster dann, was sich nicht ändert? Wow. Der Endboss hat mehrere Phasen. Also Dr. Wily. Mhm. Aha. Der hat mehrere Phasen. Aber ist der in jedem das gleiche, in jedem Mega Man, der Endboss, der gleiche? Mhm. Ja. Hey. Aber der hat halt unterschiedliche Phasen in jedem Spiel. Mhm. Aber die hängen jetzt, also das ist jetzt nicht so eine große Geschichte, dass man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt nur Mega Man 3 hätte, dass man jetzt die anderen Teile kennen muss, um dieses Spiel spielen zu können. Nee. Rein logisch. Das ist eigentlich immer so, dass wow, Dr. Wily sich dann wieder mit Dr. Wright. Oh, das ist so unfair. Zusammentut und dann doch wieder alles, dann Dr. Wily doch wieder dem Bösen verfällt. Hm. Au. Ja, konzentrier dich lieber erst aufs Kämpfen. Ich frage jetzt. Ey, ich habe noch nicht mal die halbe Energie. Also. Krass. Das ist einfach nur krass. Dr. Wily tut sich dann immer wieder mit Dr. Wright zusammen. Die bauen dann immer wieder 8 neue Roboter. Und dann wird Dr. Wily wieder böse und dann müssen wir den halt stoppen. Also es ist eigentlich immer das Gleiche. Natürlich. Ja. Wie könnte es auch anders sein? Ich probiere mal Magnet Man bei dem hier. Ach, und dann kannst du mitten im Level jetzt den Char wechseln, genau. Oder wie? Aha, das ist ja cool. Also was heißt Char? Also ich kann die Fähigkeit ändern, aber das ist... Ja gut, okay, ja. Okay, das war schon mal kacke. Hatu. Nee, Watu. Snake Man. Oh, Snake Man. Das ist dieses süß kleine Mr. Turtles. Yay, ich krieg das nicht hin bei dem, ey. Nicht. Yay, nicht. Ja. Was heißen jetzt diese Kugeln, die du da gerade hattest, mit 1, 2, 3, bla? Das war das Passwort, weil man kann da nicht speichern, man muss Passwörter eingeben. Ich kenne echt gar nichts von dem Spiel. Ach komm. Und die anderen, die kannst du erst, die musst du dann freischalten, die anderen Bosse, oder wie ist das, die anderen Level? Snake Man, Magnet Man, Top Man und Hard Man habe ich schon mit Alex gemacht. Ach so, okay. Ja. Gemini Man. Wir machen mal Spark Man. Sparkman. Ja, es war meine Schuld, liebe Leute. Ich hätte ihr nicht sagen sollen, Shadowman. Der ist momentan halt noch eine zu schwere Nuss. Ja, ich... Ich entschuldige mich dafür. Für was? Auf und ab richtig. Ich bring dich hier eine Bredouille, hör mal. Das will ich ja gar nicht. Ja, ich wusste ja selbst nicht, was ich für einen nehmen sollte. Ich hätte wahrscheinlich auch hier ihn genommen. Ja... Das sagst du jetzt nur, damit ich mich schlecht fühle.
genau. Siehst du? Nee. Doch. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. Ah! Ui! Ah! Ah, das war auch fies, ey.